Chef on Air. Heute mit einem Gast, da freue ich mich ganz besonders drüber. Michael Berke, er ist Geschäftsführer von Medical Care Personal Service. Und Michael, erstmal natürlich herzlich willkommen in unseren Skyline Studios. Dankeschön, Anne. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und was sagst du? Wir können uns hier sehen lassen, oder? Mit unserem Studio? Absolut, absolut. Ne? Ein herrlicher Ausblick. Wirklich, ich kann es nur weiterempfehlen. Ja, ne? Und Michael, ich habe schon gesagt, ich habe mich gefreut, denn du bist aus der Branche, aus der ich vor über 10 Jahren ausgestiegen bin. Und zwar der Pflegebereich ist das. Genau. Und vielleicht erklärst du uns ganz kurz, Medical Care Personal Service, wer seid ihr und was macht ihr? Also wir sind spezialisiert auf Pflegekräfte und Pflegefachkräfte, insbesondere für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen seit 2017 mit ca. 20 Standorten in Deutschland und ungefähr 500 Mitarbeiter. Und nochmal, ich freue mich, hier zu sein. Danke dafür. Wir freuen uns auch. Wir freuen uns vor allen Dingen über den Austausch, den wir haben. Wir werden über das ganze System, über generell natürlich auch, was Medical Care, den Personalservice ausmacht, worauf sie achten, was macht eigentlich guten Pflege aus. All das sind Dinge, worüber wir sprechen mit Michael Berke. Er ist der Geschäftsführer bei Medical Care Personalservice. Sound der Weltstadt Radio Frankfurt. 12.13 Uhr, Chef on Air, heute mit Michael Berke. Er ist Geschäftsführer von Medical Care Personal Service. Er vermittelt Pflegekräfte, spezialisiert für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Und Michael, was sagst du, was zeichnet euer Unternehmen aus? Was unterscheidet euch von den Mitbewerbern? Uns zeichnet aus, dass wir wirklich ganz, ganz nah an den Menschen dran sind. Uns ist wichtig, unser Slogan ist gemeinsam besser pflegen. Wir wollen wirklich was verändern in der Pflege. Mhm. Wir sind eng an den Mitarbeitern dran. Wir versuchen auch den Mitarbeitern einen Hafen zu geben. Sprich, wir stellen sicher, dass frei auch frei bleibt am Ende. Mhm. Die Mitarbeiter bei uns kriegen einen Tag mehr Urlaub am Geburtstag. Das ist uns ein Thema von Wertschätzung. Mhm. Das Thema ist, wir stellen Dienstwagen zur Verfügung. Wir zahlen überdurchschnittlich natürlich auch. Und frei bleibt frei, was halt häufig nicht der Fall ist. Mhm. Den Dienstplan können Sie mitgestalten. Wir sind Dienstleister natürlich, heißt, Sie fangen an und dann stimmt man sich ab mit den Einrichtungen. Mhm. Und das hat für uns oberste Priorität, dass die Mitarbeiter auch wertgeschätzt werden. Und ich glaube, deswegen entscheiden sie sich auch für uns. Mhm. Auf der anderen Seite, warum sich Einrichtungen für uns entscheiden, das ist oftmals der Fall, weil wir wirklich 24/7 erreichbar sind. Okay. Die 20 Standorte werden von Geschäftsführern geführt, die sind nah dran. Die sind wirklich nah am Kunden und sind auch immer wieder offen für Feedback. Mhm. Auch wieder auf der anderen Seite, wir haben hochqualifizierte Pflegefachkräfte und Pfleger, die letztendlich auch mit einem Feedbackbogen die Einrichtungen spiegeln. Und Feedback ist ein Geschenk letztendlich, das geben wir den Einrichtungen, wenn sie möchten. Mhm. Und daraufhin können sie auch Optimierungen durchführen. Genauso andersrum geben sie diesen Feedback über unsere Mitarbeiter, das wir weitergeben, weil wir wollen was beitragen zu der Pflege, optimieren. Und aufgrund der Situation, dass die Mitarbeiter in vielen verschiedenen Einrichtungen sind, immer mindestens einen Monat bei uns, zumindest hier am Standort Frankfurt, dass sie letztendlich auch Input bringen und sagen, wie machen es andere Häuser, und dadurch partizipieren auch die Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser natürlich. Mhm. Das ist so der Mehrwert. Aber natürlich, es gibt sehr viele Zeitarbeitsunternehmen, die nicht nur auf die Pflege, die auf andere Themen spezialisiert sind. Wir sind nur auf die Pflege. Man muss natürlich reinkommen. Ja? Wir haben jetzt in Frankfurt im Februar gestartet. Und man merkt schon, dass es eine Herausforderung ist, weil natürlich viele Wettbewerber schon drin sind im Markt. Man muss die überzeugen. Das haben wir jetzt geschafft. Wir wachsen stark und wir wachsen stark auch durch Mitarbeiter. Wir haben Mitarbeiter. Mhm. Uns ist wichtig, dass die Mitarbeiter von uns erzählen. Und was sagen, ja für euch spricht dann absolut, im Endeffekt. Absolut. Ja. Und dadurch wachsen wir und positionieren uns immer stärker im Markt und glauben auch, dass wir dadurch wirklich immer relevanter werden in den nächsten Jahren, auch deutschlandweit. Standort Frankfurt, kannst du uns ein paar Zahlen geben? Wo seid ihr? Wie viele Mitarbeiter habt ihr da? Wir haben hier in Frankfurt jetzt 35 Mitarbeiter, sind natürlich, wie gesagt, stark am Wachsen und sind hier 50 Kilometer Umkreis, zählt für uns zum Standort Frankfurt, wo wir Einrichtungen haben, Krankenhäuser als auch Pflegeeinrichtungen. Darauf sind wir spezialisiert und da wachsen wir wirklich gut. Und du kannst sagen, ca. 60% Wachstum über Personal bekommen wir von eigenen Mitarbeitern tatsächlich, die uns empfehlen und sagen, hey, eine coole Firma. Und die Kommunikation ist bei uns wichtig, es erfolgt alles über eine App. Also wir haben eine App, da werden die Dienstpläne eingespielt, da wird auch frei beantragt, um einfach da Vorsprung zu haben. Die Einrichtungen zeichnen es ab, weil genau das Thema Digitalisierung ist für uns natürlich auch wichtig. Wir wollen es so leicht wie möglich für die Mitarbeiter machen und dadurch uns abheben vom Marktbegleiter. Siehst du, gab es alles vor 10 Jahren noch nicht, eine App. Also, welcome. Chef on Air. Heute mit
ja, einer Thematik, wo man wirklich sagen muss, die ist wichtig, die ist zeitlos, weil sie ist nämlich immer Thema und aktuell. Und zwar geht es um die Vermittlung von Pflegekräften, spezialisiert für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Das Unternehmen heißt Medical Care Personal Service und der Geschäftsführer Michael Berke ist bei uns zu Gast. Und Michael, vielleicht kannst du uns mal sagen, wie siehst du denn die Zukunft im Pflegebereich? Ich hatte schon gesagt, ich habe vor über 10 Jahren in der Pflege gearbeitet, beziehungsweise da habe ich aufgehört. Ja, ist ja noch länger her, wo ich angefangen habe. Das heißt, da hat sich natürlich unheimlich viel wahrscheinlich geändert. Wie empfindest du das System momentan und wie schaust du in die Zukunft? Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass die Pflege jetzt nicht unbedingt immer das Leichteste ist, thematisch, ne? Ja, absolut. Mhm. Also wenn gerade hinsichtlich demografischer Wandel, da entwickelt sich natürlich auch das Personalthema linear, was ein Risiko ist. Und absolut, wir müssen handeln und wir alle werden älter natürlich. Es betrifft ja uns alle. Mhm. Und insbesondere jetzt auch unsere Eltern, die Generation, Großeltern. Das ist natürlich kritisch. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt genau, ich meine 40% der Pflegekräfte sind über 50. Ja. Und 30% brechen die Ausbildung ab, was natürlich wirklich krass ist. Ja? Ich weiß nicht, wie es zu deiner Zeit war, sicherlich anders. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Also wir waren drei Klassen, jeweils zwischen, also eine Klasse hatte so zwischen 25 und 30 Leute, nicht wenig. Bei uns hat keiner abgebrochen. Ja, es ist auffällig, weil einfach die Rahmenbedingungen auch teilweise schlecht sind. Und dafür wollen wir was zu beitragen, dass wir versuchen, gemeinsam besser pflegen, wirklich was zu verbessern. Wir haben 1,7 Millionen Pfleger in Deutschland. Mhm. Bis 2030 werden noch 300.000 zusätzliche Pflegekräfte notwendig sein. Ja? Was natürlich gravierend ist. Ich meine, 20% fast Wahnsinn. Zuwachs, Wahnsinn, in den nächsten 5 Jahren. Mhm. Demnach müssen wir was machen. Wir müssen was machen von der Politik natürlich auch, dass man insbesondere auch, wenn wir es nicht aus eigener Kraft stemmen können, dass wir vom Ausland auch Fachkräfte nach Deutschland bekommen und auch das ganze Thema die Anerkennung einfacher wird. Es ist hochkomplex, die Anerkennung zu bekommen für einen Pflegeberuf, der jetzt im Ausland ansässig ist. Mhm. Hilfskräfte ohne Probleme, aber es geht wirklich um Fachkräfte, die notwendig sind und natürlich den Beruf attraktiver machen, indem man die Rahmenbedingungen stärkt, auch insbesondere das Thema Work-Life-Balance auch berücksichtigt. Das ist ein Teil unserer Strategie, auch wirklich zu sagen, 151-Stunden-Verträge, die werden eingehalten, Urlaub ist Urlaub, etc. Mm. Dass man einfach auch menschlich mit den Menschen umgeht, die letztendlich sicherstellen, dass uns gut geht. Ich denke, jeder kann sich ja selbst vorstellen, wenn er selbst mal in einer Pflegeeinrichtung sein sollte oder in einem Krankenhaus, man möchte einen soliden Pfleger haben, der natürlich auch Interesse hat, mich gesund zu pflegen oder beziehungsweise mich im Alter zu begleiten, der einzige Ansprechpartner oftmals dann auch ist. Ja. Und demnach ist uns wichtig, auch das richtige Personal zu finden, hochqualifiziert, die zuverlässig sind und auf die wir uns verlassen können. Ja? Ja. Und es ist wirklich schwierig, absolut. Und das Alterthema, wie angesprochen, 40% ist über 50, was kritisch zu betrachten ist in der Zukunft. Mhm. Und da müssen wir einfach alle gemeinsam handeln und das ganze Thema positiv auch nach vorne treiben. Ich meine, Fachkräftemangel ist allgegenwärtig, ne? Absolut, nicht nur in der Pflege, das war damals schon so vor über 10 Jahren, das ist jetzt immer noch so und was ich auch mir schwer vorstelle, ist tatsächlich Personal, neues Personal, Fachkräfte zu suchen, die auch wirklich kompetent sind und man möchte auch niemanden beleidigen, aber wie du es auch gerade gesagt hast, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Dieser Pfleger, der da in dieser Schicht ist, das ist oft der einzige Kontakt, den dieser Mensch hat. Und dann ist es doch völlig legitim und okay zu sagen, da muss man gewisse Dinge einfach mitbringen. Ja, das sag ich halt immer auch. Ne? Und deswegen deine Arbeit, Michael, sehr, sehr wichtig. Nun stelle ich mir das auch einen Job vor, der natürlich auch nicht immer ganz unangestrengt ist. Hast du als Geschäftsführer auch einen Ausgleich? Hast du irgendetwas, wo du sagst, so bleibe ich in meiner Mitte? Ja, es ist für mich auch wichtig, genau das Thema für mich auch in meiner Mitte zu bleiben, Work-Life-Balance. Ich versuche 4-mal die Woche wirklich Sport zu treiben, meistens morgens dann vor 7. Warum? Ich habe 2 Kinder mit 3 und 6. Natürlich muss ich auch mit denen das berücksichtigen, dass ich auch Zeit mit denen habe, die letztendlich Kindergarten, Schule bringe. Mir ist wichtig, dann wirklich sportlich mich fit zu halten und natürlich auch gerne mit Freunden gute Gespräche zu führen, mit einem Glas Wein, was einfach auch Spaß macht und Freude bringt, da einen Ausgleich zu haben. Trotz allem auch immer, was immer in Gedanken als Unternehmer bei den Mitarbeitern oder wie entwickelt man das Unternehmen weiter, wie entwickelt man die Mitarbeiter weiter, weil bei uns geht es nicht nur darum,
Pflegefachkräfte oder Pflegehelfer zu haben, sondern auch darum, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Wir wachsen, wie erwähnt, stetig. Mhm. Dass wir Leute auch von der Pflege nach innen entwickeln, die dann einen Dispo-Job übernehmen, Niederlassungsleitung, Geschäftsführung. Das ist uns wichtig. Also es ist wirklich auch ein Sprungbrett. Mhm. Das ist kein Lippenbekenntnis, sondern das ist tatsächlich so. Mhm. Und das ist uns wichtig, da auch demnach auch jungen Leuten eine Chance zu geben, sich zu entfalten. Und natürlich ist es besser, wenn du jemanden auf der Seite hast, der fachlich das Thema versteht, klar, als jemand, der nicht das Thema versteht. Ja. Deswegen können wir auch da offerieren, dass sich jemand da weiterentwickeln kann bei uns. Chef on Air. Ja, wir werden hier schon abgeworben vom Michael. Er ist Geschäftsführer beim Medical Care Personal Service und vermittelt Pflegekräfte, speziell für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Und Michael, also wenn man so hört, welche Konditionen ihr so habt, was ihr so bietet, da kann man ja tatsächlich mal drüber nachdenken. Also wenn ich jetzt so in meinen alten Freundeskreis, in meinem alten Pflegefreundeskreis jetzt mal so schaue, wenn da jemand unzufrieden ist oder sagt, das klingt interessant, was Michael hier, also hier sagt über das Unternehmen, wie kann man denn mit euch in Kontakt treten? Also wir freuen uns immer über Zuwachs, das ist immer eine gute Sache. Mhm. Demnach einfach bewerbung-frankfurt@medical-care-personalservice.de. Gerne darüber über Kontaktformular oder beziehungsweise eine E-Mail schreiben oder steht auch eine Rufnummer, einfach anrufen. Wir sind da recht flexibel. In der Taunusanlage sitzt unser Büro, Taunusanlage 8. Mhm. Dann freuen wir uns gern, wenn jemand vorbeikommt auf einen Kaffee, ganz entspannt ein Gespräch führt, dann passt man auch, ob es matcht. Letztendlich ist uns ja wichtig, dass der Mitarbeiter auch für uns entscheidet. Mhm. Konditionen sind wichtig, absolut. Aber trotz allem soll er auch für Medical Care Personal Service stehen und auch Lust drauf haben, da wirklich was zu verändern, positiv. Dass das passt, ist auch wichtig. Bewerbungsgespräch machst du? Mach ich, ja. Was stellst du denn da so für Fragen? Ja, warum natürlich? Warum jemand Interesse an Medical Care hat, das interessiert mich. Okay. Wieso jemand offen ist, ob das wirklich nur an der Kondition liegt oder an den gesamten Situationen. Mhm. Oftmals gewinnen wir Mitarbeiter von Wettbewerbern. Ja? Mhm. Uns ist natürlich auch, und das ist ein klares Commitment, wenn wir den Mitarbeiter in Häusern einsetzen, da wird kein Mitarbeiter abgeworben. Mhm. Das ist unser Anspruch. Okay. Aber auch keine Angst haben, dass man eben abwirbt. Mhm. Wir bekommen Mitarbeiter, entweder wie gesagt Mitarbeiter wird Mitarbeiter oder von anderen Zeitarbeitsfirmen, weil da eine gewisse Unzufriedenheit da ist. Ja. Mhm. Und ihr habt euch jetzt auch ausgezeichnet als Arbeitgeber. Genau. Mhm. In Kununu ist ja eine Plattform, die kann ich auch nur empfehlen, weil selbst in meiner beruflichen Vergangenheit, wenn man da drauf geht und die Arbeitgeber, die Bewertungen sieht, da ist schon viel Wahres dran, muss man ganz offen sagen. Ja. Da sind wir sehr, sehr gut bewertet. Demnach gerne draufgehen, reingucken und dann nochmal im persönlichen Gespräch ein Gefühl dafür bekommen, ob das stimmt. Das ist uns wichtig, dass wir wirklich authentisch sind, das sind wir, und dadurch auch weiterhin stark wachsen. Mhm. Heute bei uns zu Gast bei Chef on Air Michael Berke, er ist Geschäftsführer von Medical Care Personal Service, vermittelt Pflegekräfte, speziell für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Und was ich auch toll fand, muss ich sagen, auch das gab es natürlich für über 10 Jahre noch nicht. Ich habe mal so ein bisschen gestalkt, euren Instagram-Kanal, da seid ihr auch gut vertreten, das sieht richtig fresh aus, was ihr da macht. Ja. Ja, definitiv. Es ist uns wichtig, einfach auch Social Media zu nutzen, um einfach da eine Reichweite zu generieren und unseren Brand zu stärken. Und auch letztendlich, wir fragen ja unsere Mitarbeiter auch auf dem Kanal, wie sie sich fühlen. Und ich glaube, das ist die beste Werbung, die du haben kannst, dass eigene Mitarbeiter, nicht bezahlt, sagen, dass sie überzeugt sind von Medical Care, Personal Service als Arbeitgeber und auch von uns als Geschäftsführer. Und das hat man in jedem Standort. Wie gesagt, 20 Standorte circa, 500 Mitarbeiter. Mhm. Und also macht immer Freude, auch die einzelnen Geschäftsführer kennenzulernen. Jeder ist committed zu dem Brand. Mhm. Demnach, wir freuen uns über jede Bewerbung, die reinkommt. Mhm. Demnach, auf geht's. Chef on Air, schon wiederum die Stunde, Michael. Das geht bei uns immer relativ schnell, oder? Zack, eine Stunde schon wieder vorbei. Stimmt, aber ich komme gern nochmal. Genau. Gerne auch übrigens zur Orange Hour. Wir haben hier immer so eine kleine Afterwork-Party. Cool, gerne. Ja, das ist immer so ein kleines Get-Together zum Netzwerken, Aussicht genießen. Wie du siehst, ist die bei uns nicht so schlecht. Ja, ja, sehr Aussicht, gut. Ne? Also nehme ich gern an die Einladung. Gibt immer gute Drinks. Und Michael, jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, beziehungsweise ich frage mal den Chef näher, wenn du so nach vorne schaust, in die Zukunft, gibt es etwas, wo du sagst, das würde ich mir noch wünschen für meine Branche oder für mich? Ich würde mir wünschen, dass jeder mit offenen Augen durch die Welt geht und Pflege einfach mehr schätzt, ja, weil es ist wichtig, wie vorhin schon mehrfach erwähnt, dass man die Leute auch wertschätzt und mit Respekt gegenübertritt. Das ist ein ehrenhafter Beruf.
und es soll auch so letztendlich wiedergespiegelt werden. Wir sind stolz auf unser Team, auf unsere Mitarbeiter, die für die Medical Care Familie eintreten. Und ich finde, jeder von uns muss da manchmal ein bisschen mehr Wertschätzung reinbringen. Für uns als Organisation wünsche ich mir, dass wir weiterhin so wachsen natürlich, dass wir unser Commitment gemeinsam besser pflegen, an jedem Standort auch durchhalten und einhalten, das richtige Händchen haben bei den Mitarbeitern und bei den Führungskräften natürlich auch. Ja, das würde ich mir wünschen für die Zukunft. Okay, und jetzt hast du natürlich auch nochmal die Möglichkeit, alles an Botschaften und Grüßen rauszuhauen, was dir auf dem Herzen liegt. Also erstmal nochmal danke für die Einladung. Sehr gerne. War echt hervorragend. Also ich freue mich über jede Bewerbung, die reinkommt. Guckt euch die Seite an, dann werdet ihr euch überzeugen von den Mehrwerten, die wir bringen, was unsere DNA ist. Und natürlich Grüße raus an die ganze Medical Care Familie, die zuhört, an die Mitarbeiter. Macht weiter so, wir sind stolz auf euch. Grüße an meine Familie natürlich, Sila, Mira, Levin, an meinen Bruder Daniel, Marcel und natürlich auch nach Potsdam an Fred und Micha. Also lasst weiter anpacken und ja, ich freue mich auf die Zukunft und ich freue mich, wenn ich nochmal hier sein kann, vielleicht in einem halben Jahr und nochmal sprechen kann, wie es sich entwickelt hat. Genauso machen wir es. Das war Michael Berke, er ist der Geschäftsführer von Medical Care Personal Service, vermittelt Pflegekräfte speziell für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, und wem das jetzt zum Beispiel alles zu schnell ging und sagt, wo kriege ich da nochmal die Infos her, wie kann ich mit ihm in Kontakt treten, diese Talks, die wir hier haben bei Chef und Er, werden natürlich auch hochgeladen zum Nachhören auf unserem YouTube-Channel Radio Frankfurt Chef on Air. Auch dieser Take natürlich, Michael. Ich bedanke mich und drücke dir die Daumen für alles, was kommt. Danke, Anne.